Abraxas Egal wo du bist, egal wenn du zuschaukst, herzlich willkommen zu der Pitch Night zum Thema Mobilität. Es ist die allererste rein digital nur gestreamte Veranstaltung von Zürich.ch, aber nicht die letzte, doch zu dem kommen wir später. Ich freue mich auf einen unterhaltsamen Abend mit spannenden Rednern und Rednerinnen und einer wachsamen Kamera. Für die wenigen, die jetzt zuschauen und äh, Zürich.ch noch nicht kennen, wir sind ein Stadtmagazin. Ähm, wir erzählen Geschichten, wir organisieren Events und wir sind Teil von einer starken Stadt Community. Ähm, genau, alles weitere findest du im Internet auf www.zürich.ch. Wenn du uns unterstützen möchtest oder ein Teil der Zürich-Community sein kannst du natürlich Member werden. Wir freuen uns über alle weiteren. Heute waren es über, 100, äh, über 1120 Leute, die uns mit mindestens 5 Franken im Monat unterstützen und so Teil sind von der Community. Wir begrüßen natürlich dich sehr gern auch dort. Jetzt, warum Mobilität? Warum ist das Thema relevant? Wir möchten das kurz äh, zeigen, weil äh, sonst würde der Abend nicht wahnsinnig viel Sinn machen. Darum, Kontext ist King. Ähm, und zwar haben wir da eine schöne Grafik gefunden, die zeigt, dass sich Menschen immer mehr bewegen, immer mehr fortbewegen. Ähm, mehr, also das Bewegungsbedürfnis steigt stärker wie das Bevölkerungswachstum. Das ist eine Grafik aus der Schweiz. Vor allem der Flugverkehr hat in den vergangenen Jahren stark zugenommen. Aber wie man sieht auf der Grafik, die Leute bewegen sich auch gern. Ähm, per Auto, also auf der Straße oder auf der Schiene, fort. Wir stehen also vor große grossen planerischen, ökologischen und auch logistischen Herausforderung. Das ist ein Fakt, der mich persönlich überrascht hat, wenn ich die Grafik erst Mal gesehen Und zwar 45 Prozent, ähm, von, unserer, von unserem Mobilitätsdrang oder wo wir uns fortbewegen, passiert in der Freizeit. Gefolgt von Arbeit und dem Einkaufen. Also, unser, Freizeit, unser Freizeitbedürfnis trägt zu einem sehr hohen Mobilitätsaufkommen bei. Und hier sehen wir, wie wir unsere Freizeit verbringen, respektive wie wir an unseren Freizeitort kommen. Das ist am äh, allerhäufigsten mit dem Auto und zwar mit satten 71%. Extrem viel wird aufs Auto gesetzt. Der ÖV im Vergleich macht nicht einmal 20% aus, sondern 19%. Ähm, genau, und das Velo kommt auf magere 2%, zu Fuß sind wir mit zu 4% unterwegs. Soweit die Zahlen aus der Schweiz. Jetzt wollen wir abgleichen, wie das übereinstimmt mit der Zürich Community. Wir haben eine Umfrage durchgeführt, wie sich die Leute, äh, die uns lesen, fortbewegen. Ähm, genau, und was ihre Sicht auf die Mobilität und die Zukunft der Mobilität ist. Genau, das ist eine Forderung, die häufiger vorkommt. Kontrolle im ÖV ist ein das absolutes No-Go. Gratis ÖV für alle dafür. Obwohl man ein Billett braucht, kommt man hinterletzte Kraftverbindungen sind gut. Weiter äh, Kritik am ja, an, hm, an Velo-Infrastruktur. Velo Wir haben heute vorstellen Vorsteher vom Tiefbau und da er wird sicher auch etwas sagen zu der Veloinfrastruktur infrastruktur Ich bin sehr gespannt. Ähm, es gibt immer wieder Veloumfälle in der Stadt. Und genau von dem zeugt auch das Zitat. Da haben wir Moment genau wie sich äh, unsere Zürich Community fortbewegt. Am meisten mit dem Velo, also recht im Kontrast zu den gesamtschweizerischen Zahlen. Am zweitmeisten mit dem ÖV dann zu Fuß. Und für die Ferien sind die Zahlen ebenfalls ein bisschen im Kontrast mit den gesamtschweizerischen Zahlen. Und zwar gehen die allermeisten von unseren Lesern und Leserinnen mit dem Zug in die Ferien. In Zukunft, glaube ich, werden die Leute kein Auto Automap besitzen, sondern man wird es teilen. Auch diese Perspektive kommt heute Abend vor, und zwar mit dem Vertreter von Mobility. Und man hofft, dass ähm, das Mobilitätsnetz in 30 Jahren ähm, CO2-neutral sicher und solidarisch sein wird. Genau wir haben es gehört, Sharing Mobility-Angebot werden äh, ein großer Trend sein in Zukunft. Wir haben aber auch autonome Fahrzeuge oder die Leute glauben, dass autonome selbstfahrende Fahrzeuge in Zukunft das grosses Thema werden, sein, genauso wie Wasserstoff und Solar. Heute Abend haben wir, wie immer an der Pitch Night, als Eröffnungsevent event eines Focus Monats, sieben Leute eingeladen. Es sind vier Expertinnen und drei Experten, die heute Abend schwätzen. Das sind die unterschiedlichsten Perspektiven. Und ich hoffe, es wird spannend. Ich glaube, es wird spannend. Wir haben glaube, eine gute Auswahl getroffen. Und ähm, ihr dürft natürlich nicht nur zuschauen. Ihr könnt Genau live dabei sind auf Facebook und YouTube. Ihr könnt dort aber auch Fragen stellen, diskutieren bitte mit. Weil nach jedem Vortrag, wo sieben Minuten geht, haben wir Zeit für zwei Fragen. Ihr könnt die einfach unten kommentieren. Unsere Social Media Teams, Rainer und Annika, lesen all die Fragen und ähm, die besten zwei kommen dann zu mir. Ich stelle die der Person, die da ihren Vortrag gehalten hat. Und so könnt ihr Teil davon sein und sogar noch ein bisschen mitdiskutieren. Der Start macht habe ich etwas vergessen nein genau ihr könnt Fragen stellen im Livestream genau der Start macht der Daniel Rohr von Mobility er ist der äh, Produktmanager und was er jetzt äh, was er uns zu erzählen hat hören wir jetzt Vielen Dank. Herzlich willkommen, auch in der oder wo sonst ihr auf dem Bildschirm mit dem Buddy oder so sind. Uh, ich bin da von Mobility uh, und mir teilen Auto uh, Teile. Mir, das sind die Leute, die ihr da hinter mir gesehen. Das sind die, die damit angefangen. Das ist uh, 1987 uh, Die haben gefunden, das Auto besitzen. Das ist es nicht. Ein Auto teilen, das ist es, weil ab und zu braucht und darum haben sie sich als Genossenschaft organisiert. Ähm, Mobility, das sind eigentlich immer noch die gleichen Leute, aber es funktioniert nicht mehr so äh, wie dort, wo man noch irgendwo einen Passpartout-Schlüssel neben dem Auto hatte und alle hatten einen Schlüssel. Mobility funktioniert heute ähm, vor allem online. Über das Handy ob man sich registrieren, über das Handy dort man seine Buchungen machen. Bald kann man auch über das Handy das Auto öffnen. Mobility ist vor allem bekannt als Carsharing, wo man das Auto am Ort abholt und am gleichen Ort wieder zurückbringt, wie man es braucht. Es gibt aber mittlerweile bei Mobility auch noch ein Angebot, das nennt sich One-Way, wo man zum Beispiel in Zürich ein Auto nehmen kann und sie in Wintertour wieder abgeben wenn man äh, so eine Einwegfahrt braucht. Und in Basel und in Genf gibt es ein Angebot, wo man irgendwo im Stadtgebiet. Ein Auto, das dort ist, nimmt und irgendwo im Stadtgebiet auch wieder abstellt, ohne dass man an den Ort zurück muss. Das ist sehr etwas Erfolgreiches, seit 1987, wo mit einem Auto gestartet worden ist, als Genossenschaft gegründet. Das ist heute immer noch eine Genossenschaft und diese 70'000 Genossenschaften sind die, die uns sagen, was wir machen als Mobility. Machen und Mobility hat äh, heutzutage über 3000 Autos, 1500 Standorte. Ganz wichtig zu sagen ist, ja, man ein Auto teilen. Das Auto teilt man eigentlich nicht unbedingt daheim, das Auto teilt man bei sich in der Nachbarschaft, aber auch sehr oft an der Bahnhöfen. Mobility ist etwas für Leute, wo mit dem ÖV äh, das Auto äh, besitzt oder das Auto teilen kombiniert. Wenn man das auf Zürich rechnet, äh, ist Zürich sehr, sehr wichtig äh, für Mobility. Wir sehen, das ist, äh, ein Viertel der ganzen Flotte sind im Kanton Zürich. In der Stadt Zürich sind das äh, 500 Autos, die man über Mobility kann, kann mieten kann. Und wenn man irgendwo ist, dann muss man keine 300 Meter laufen, um sein äh, Mobility-Auto zu verwünschen. Das äh, ist etwas, was sehr gut funktioniert und, eine aktuelle Studie von uns, äh, beleid dass es auch ökologisch, äh, sehr viel Sinn macht. Weil Leute, die Mobility fahren, die fahren 32 Prozent weniger Auto. Weil sie das Auto halt eben kombinieren. Das führt dazu, dass ein Mobility-Auto elf Privatautos ersetzt. Und so sparen wir, äh, das ist jetzt nur im Kanton Zürich, äh, gerechnet. 14.000 Parkplätze, das ist fast die Hälfte der blauen Zone in der Stadt Zürich zum Beispiel. Dann äh, sind es über 8.000 Tonnen CO2, die dort eingespart werden. Gewinnen tut man einerseits Geld, man könnte das sehr einfach berechnen, wer Mobility fahrt äh, verdient, sozusagen 4.000 Franken im Jahr, plus es gibt mehr Lebensraum für uns alle. Das ist wo wir sind, das ermuntert uns, um genau so weitermachen, ähm, wo wir jetzt schon sind. Wir haben aber auch immer neue Sachen, die wir möchten reinbringen möchten, weil die Zukunft der Mobilität, die ist vernetzt und das Sharing wenn wir auch vernetzen. Ich habe drei Initiativen heute mitgebracht, die wir in diesem Bereich machen. Äh, es wird schon bald möglich sein, dass, wenn man zum Beispiel einen Transport mietet, wo es nicht an jedem Ecke gibt, man äh, dazu ein Zweirad äh, irgendwie eine Bahn dazu kann, buchen sei es jetzt einen Scooter oder irgendein Velo, damit man an der Ort so sodass man den Sharing-Gedanken wirklich bis auf den letzten Meter ähm, verbindet. Eine zweite Initiative ist in Altstädten. Dort äh, merken wir, die VBZ äh, braucht am Abend eigentlich nur ganz wenig äh, Kapazität. Wir haben am Abend unsere Autos sehr wenig ausgelastet. Darum tun wir in Zukunft sharen, Wir machen Car Sharing mit den Minivans und äh, ZVV macht den Ride Hailing mit dem Chauffeur am Abend. Eine dritte Initiative, die zeigt, dass sich, äh, dass sich die Sachen auch mehr vernetzen, ist die SBB. Äh, wer schon es neue Smartway App hat gesehen, dass es äh, nicht mehr go wird und man für eine Strecke, da habe ich jetzt äh, für heute Abend in einer Stunde. Etwas äh, ausgesucht für äh, für in der Stadt Zürich, da wird dann jetzt schon angezeigt: Hey, wenn du die gleiche Strecke mit Mobility nimmst, inklusive Laufen zu dieser Station, bist du vielleicht sogar schneller. Und so macht man die Service miteinander äh, vernetzen. Das ist aber nur die eine Seite. wir könnte dieses Angebot ver verbessern. Auf der anderen Seite merken wir: Ich habe vorhin gesagt. Äh, dass in Zürich über 8000 Tonnen CO2 äh, eingespart werden. Das ist schweizweit 31.000 Tonnen pro Jahr. Trotzdem haben wir aber noch Benzinautos, wo im Moment über 6.000 Tonnen, also etwa ein Fünftel sozusagen von, von dem, was wir einsparen, selber noch brauchen. Das ist nicht okay. Darum möchten wir CO2-neutral äh, werden mit dieser Flotte und unsere Flotte mittelfristig. Äh, elektrifizieren. Das ist nicht so ganz einfach, weil es gibt im Moment noch gar nicht so viel Auto und auch die Leute sind sich nicht gewöhnt und möchten auch den Preis nicht unbedingt zahlen für so ein Auto. Die, die allergrößte Sorge ist allerdings, zum, äh, unsere Parkplätze, die wir haben, die wir gemietet haben, zu elektrifizieren. Da sind wir aber dran. Wir haben äh, etwa 900 Plätze, die wir in den nächsten paar Jahren möchten elektrifizieren. Also da geht es voran, da haben wir eine Roadmap. Und um dich zu unterstützen, haben wir auch noch ein Programm zusammen mit unserer Knossenschaft, das wir bald werden lancieren. Wenn du deine Fahrt kompensierst, legen wir gleich viel drauf und dann so zusammen A, deine jetzige Fahrt kompensieren und b für die Zukunft äh, Mobility CO2-neutral machen. Das der Modus ist brutal, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Nach genau sieben Minuten wird das Mikrofon abgestellt, aber natürlich die Person, die schwätzt, sieht es kommen. Es wird ihr angezeigt, dass es nicht mehr lang dauert. Ich stelle jetzt aus dem Off zwei Fragen. Die erste interessiert mich auch persönlich sehr, weil ich ein grosser Fan war von den E-Scooters Und zwar ist die Frage: Was war das Problem bei den E-Scooters und warum sind die so schnell wieder vom Markt genommen worden? Die sind eigentlich sehr gut gestartet. Wir haben allerdings auf der einen Seite mit technischen Problemen zu kämpfen gehabt und auf der anderen Seite ist es wirklich schwierig, die effektiv ähm, den an den Markt zu bringen. Wir haben auch messe zahlen dafür, bezahlen, dass wir die im Stadtgebiet nicht tun können. Darum haben wir eigentlich mittelfristig keinen valablen Case für die in Zürich Und haben die darum wieder rausgezogen. Heißt nicht, dass man so etwas in Zukunft nie mehr werden machen werden. Wir haben sehr viel gelernt, auch über Stationen ungebundenes äh, Mieten. Ich habe vorhin gesagt, in Basel und in Genf gibt es das auch schon mit Autos, da sind wir weiterhin dran. Äh, Zukunft die wird, äh, ja, die wird allgemein das Sonic-Modell von einem anderen Ort abgehen und miteinander mischen oder im Stadtgebiet. Das wird es äh, durchaus auch noch geben. Dann noch eine zweite Frage. Gibt es aktuell Probleme mit dem Sharing-Modell, weil jetzt während der Corona-Krise niemand ein Auto teilen will? Es hat bei uns tatsächlich einen Einbruch gegeben, wo die Corona-Krise ist. Das hat aber vor allem damit zu tun, dass die Leute einfach nicht von gegangen sind. Also alles, was man von außen braucht, hat einen Einbruch. Gehabt. Wir merken aber, jetzt schon, die Leute kommen wieder zurück. Sie merken, wir gehen den Autos sorgen. Falls irgendetwas ist, nehmen wir die Autos raus. Man sieht aber auch, dass es nicht, also die Oberfläche ist nicht der Knackpunkt der Corona-Psyche und darum ist es für uns jetzt eigentlich ein Modus, wo die Leute wieder zurückkommen, sie, sie schätzen es wieder zum, zum Mobility benutzen, wenn sie wieder rausgehen. Also man merkt, das Mobilitätsverhalten der Leute fängt wieder an und darum fängt das Sharing wieder an. Wunderbar, danke vielmals für deinen Input, schön, dass du da gewesen bist. Für dich geht jetzt wieder zurück in Backstage okay. und dann fahren wir weiter. Danke, nochmal. Ich darf jedes Mal zwischendurch der den Clipsi ähm, ja desinfizieren. Genau, aber jetzt befürchte ich, gibt es ein. Ah ähm oh nein, ich habe ein Problem mit dem... Äh, nicht die richtige Reihenfolge. Darum muss ich hier schnell für spulen. Respektiv, ich weiß eigentlich, wer du bist, und zwar der Name steht da: Elvira Clay, Busfahrerin von der Vbz, und das ist natürlich auch eine sehr spannende Perspektive, und ich freue mich darauf, was du zu erzählen hast. Also. Willkommen. Also, hallo mal allgemein an alle, die zuhören, zuschauen. Äh, ich fahre seit jetzt gleich 20 Jahren in der Vbz in der Stadt Zürich. Ich fahre Bus. Ich bin, ähm, wenn man das so schön sagen darf sagen, ähm, die, die die Leute nach Hause bringen, nachdem das Spass gehabt haben. <laughs> Oder zum Spass in Ausgang bringen. Im Moment, äh, das hat ja jeder mitbekommen, äh, fahren wir wieder rauf. Unsere Fahrpläne werden wieder dichter. Wir sind ja stolz darauf, dass wir eines der dichtesten Fahrpläne haben in der ganzen Schweiz bzw. eigentlich in ganz Europa. Äh, wir haben ein extremes Aufkommen. Ich, ihr habt es sicher schon gesehen, ich habe keinen äh, Flipscreen oder wie man auch immer dem sagt. Ich bin jemand, der gerne schwätzt. Das merken die Leute auch auf den Bus. Ich habe immer gerne mit den Busen, beziehungsweise mit den Fahrgästen natürlich, geschwätzt, wenn es dann äh, gegangen ist, wenn es funktioniert hat ich habe nicht nur schöne Erinnerungen in diesen 20 Jahren, es hat auch ganzen Haufen nicht so schöne. gegeben. Aber was wir merken ist, dass die Stadt Zürich eine von der fortschrittlichsten Städte ist. Wir haben immer mehr Fahrzeuge zur Verfügung gestellt über, wo für uns Fahrer und das muss ich ganz ehrlich sagen immer eine Herausforderung sind, Sei es jetzt, ob sie fahren oder eben nicht. Wir sind ja mit dem doppelkanker gekommen. Wir sind mit den Elektrofahrzeugen gekommen. Mit den Elektrofahrzeugen sind wir immer noch dran. Wir Fahrer sind immer noch dran, uns daran zu gewöhnen. Manchmal ein bisschen mehr, manchmal weniger. <laughs> wir haben immer wieder mal ein bisschen Mühe, weil sie immer wieder mal liegen bleiben. Aber das gibt uns Fahrern meistens dann auch die Gelegenheit, uns wieder mal mit den Fahrdienst bzw. mit den Fahrer-Gästen Fahr auszutauschen. Sorry für das Gestammel, ich habe mir da... Zu wenig Notizen gemacht. Ich habe die sieben Minuten die schnell durch. Ähm, ja, ich bin äh, Fahrerin mit Herzblut. Das, wie gesagt, nicht erst seit gestern. Ich bin, ich komme aus dem Das heißt äh, Diesel. Das sind, äh, das ist mein Herzblut und von dem her bin ich natürlich äh, nicht so co neutral eingestellt wie viele andere, dass ähm, kein eigenes Fahrzeug mehr in Zukunft. Das ist für mich, ja, das ist persönlich für mich keine Option. Mein Lebenspartner ist ein Autosammler, <laughs> auch keine Option. Aber ich bin ein leidenschaftlicher fahrerin geworden. und das ist, das muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt auch an uns zürich Fahrer und Fahrerinnen. und mit dem wird ich natürlich auch sagen, dass äh, wir als Zürich, wir haben schon Vorreiterrollen haben. Ich bin schon zum Bahnbus mitgefahren, habe selber schon einen Lenken das ist allerdings nur aufgrund von meiner ähm, Stellung in der Gewerkschaft gewesen, Aber auch das ist sehr interessant gewesen, Das ist ein Gasbus gewesen, Auch das eine Option, wo bei uns nicht ankommt, aber äh, was mich noch mal interessiert, ist, einen Wasserstoffbus zu fahren. Das wäre für mich sicher mal eine Herausforderung. Bis jetzt bin ich von den ältesten Fahrzeugen, das sind äh, FBW, gewesen. allerdings muss ich sagen, das sind Lastwagen gewesen, nicht unsere, unsere bus. Ähm, eigentlich alles gefahren, was Räder hat. Bus, Lastwagen, Kühltransport, alles. Und das Interessante ist, das sind die Menschen, das ist schon so. Da gibt es immer wieder neue Geschichten, da gibt es immer wieder neue Inspirationen, da gibt es immer wieder neue Ansichten. Und da äh, ist es natürlich immer wieder sehr interessant, was äh, die Ansichten von außen sind. Und es ist immer wieder interessant zu hören, was die Leute von uns denken. Äh, Wo ich jetzt gehört habe, ÖV gratis, das wäre für mich natürlich auch interessant. Ich fahre sehr gerne ÖV. Ähm, allerdings muss ich auch sagen, Gratis schaffen ist für mich keine Option. Und wenn das für öpperen eine Option ist, dann würde ich dem sagen: Yeah! Ich komme gerne bei dir und mitfahren, wenn es du gratis machst. Ob denn das so lustig ist für dich, weiß ich dann weniger. Mein Schatz ist in der Kontrolle tätig. Auch er kämpft jeden Tag mit dem Thema. <laughs> Aber ähm, ich muss ehrlich sagen, ich hätte mir nie Träumen, dass ich in der Stadt zürich mal so happy bin mit dem bus fahren äh, wo ich noch lastwagen gefahren bin überall deutschland österreich schweiz äh habe ich immer gesagt, wenn man um Zürich einen Bogen machen kann, dann machen wir den. <laughs> und wenn es bei uns geheißen hat, äh, eine Lieferung auf Zürich, hat es immer geheißen, alle zusammen, die vorher kommen, kommen einen Zuschlag über von 20 Franken. Habe ich gesagt, <laughs> ich viel komme ich über, wenn ich nicht gehe? Äh, nein, ähm, Zürich ist speziell und das ist eine Herausforderung. Meine Schwester ist heute noch so. Meine Schwester ist eine Hochleistungssportlerin, sollte man nicht meinen bei mir. Aber, ähm, Sie hasst Zürich, weil Zürich hat für sie viel zu viel Verkehr. Ich gebe ihr im Grunde noch ein bisschen Recht und auf die anderen Seite muss ich sagen, wer Zürich mit meinen Augen gesehen, aus, aus der Perspektive von einem Busfahrer, von der Busfahrerin, die fast jede Ecke kennt, der liebt Zürich. Der muss Zürich lieben, sonst wäre er nicht schon fast 20 Jahre da. <laughs> und äh, aus der Perspectieven perspektive van de mobiliteit moet ik zeggen: ähm, Ik ben äh, niet nur Busfahrerin. Ik ben ook geen äh, Freund van Velo. Men zal mir dat verzeihen. Äh, ik ben Anhängerin van velo Velofahrer en velo die zich aan de Regeln halten. En äh, ik maak een Bogen, die ik zie, vooral als ik in de Bus bin. Äh, ich gehe auch mehr in die Bremse, wenn es verunsichert sind. Wegen uns grossen Fahrzeugen. Aber äh, mir ist es am liebsten, wenn es mich grossräumig umfahren. Bitte lasst uns Busfahrer unsere Arbeit machen. Wir machen sie mit Herzblut und wir bleiben dabei. Wir bringen euch alle heim. Auch die mit dem Velo, wenn es mal regnet oder schneit. <laughs> Ich sehe gerade, ich bin jetzt durch. Also, die sieben Minuten sind schneller, als ich denke. <laughs> Wunderbar, vielen Dank. Es ist äh, während dem du geschwätzt hast, eine Nachricht: kam, Elvira for the Win. Das ist aber äh, noch keine Frage konkret, <laughs> sondern jetzt ist gerade noch eine Frage: gekommen, Was sind die schönsten Orte für eine Busfahrerin, also vom Bus aus? Äh, was sind die schönsten Orte? Ich muss sagen, ganz Zürich ist wunderschön zum Fahren, egal wenn. Sogar im Stau, stell dir das mal vor, weil man sieht noch viel mehr. Und man hat auch die Zeit, mal ein Ohr nach hinten zu klappen, um zu hören, was hinten abgeht. Also im Bus, vorne links, ist es am schönsten. <laughs> dürfen wir alle leider nicht hin. Ähm, aber noch eine zweite Frage. Was wünschst du dir von deinen Fahrgästen? Was wünsche ich mir von Ihnen Fahrgästen? Dass sie mal sagen, wenn sie zufrieden sind. Nicht nur immer, wenn es etwas nicht passt. Kommen die Führer, sagen sie mal Danke. Oder, oder können die Führer und sagen, schön bist du da. Hey, wäre so lässig. Und ist für jeden Busfahrer, egal ob Mann oder Frau, immer ein absoluter Gewinn. Schön, dass du das sagst, weil es gerade zweimal kommentiert wurde im Livestream. Danke an Elvira und alle Chauffeure und Chauffeurinnen. Drei Herzli. Hey, Schön. danke. Danke vielmals, bist du da gewesen. Sehr interessant. Genau, ja, ich bin gefreut. Jetzt haben wir kurz kurze Zwischenfolie. Ich bin noch gebeten worden, das Mikrofon ein bisschen überzustellen. Ich hoffe, das ist ein Video der Technik. Das ist okay. Genau, ein Werbeslide. Und zwar, wenn es euch gefällt, wenn ihr das Thema spannend findet, wenn ihr den Abend spannend findet und sowieso. Die Stadt Zürich, Velos, Bus und so weiter, alles mega lässig findet, unterstützt uns doch mit einer kleinen Spende auf zürich.ch-spenden. Ihr seht den Link eingeblendet, er ist, glaube ich, auch am im Stream drin. Jetzt lade ich euch kurz den Link aufrufen: zürich.ch-spenden. Genau, dann geht es eins weiter. Und zwar hören wir als nächstes die studierte Geografin Miriam Stavicki. Sie erforscht an der Mobilitätsakademie vom TCS, wie sich die Mobilität in Zukunft nachhaltig verändern wird. Ihre Chef ist auf der Webseite zitiert mit Wir prognostizieren die Zukunft nicht, wir gestalten sie. Und wie die Zukunft aussieht, hören wir jetzt den Grad, nachdem ich das Ding nochmal desinfiziert habe. Genau. Und jetzt Miriam Stavikki. Ah, merci vielmals für die Einleitung. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was gesagt ihr da? Gerade hinter mir für einem Fahrzeug auf dieser Folie. Mal schauen, ob sie denn kommt. Ist. ist. Ich es geht nicht weiter. <laughs> Ich ja. <laughs> habe voilà, jetzt. Excuse. Genau, was seht ihr da hinter mir von einem Fahrzeug auf dieser Folie? Der ganz recht, das ist ein Auto. Ein modernes, alternatives Stadtauto, das man damit kann, ähm, Kinder transportieren kann. Und äh, Waren, wo man von Tür zu Tür fahren kann und wo man sogar noch Spass kann haben in der Mobilität in der Stadt. Ein Cargo-Bike. Ich arbeite bei der Mobilitätsakademie des PCS und ähm, wir erforschen dort die Mobilität der Zukunft. Ähm, wir beschäftigen uns mit ganz verschiedenen Themen. Unter anderem gehören ähm, folgende Themenfelder dazu. Es geht bei uns um Automatisierung. Da machen wir verschiedenste Forschungsprojekte zum automatisierten Fahren oder auch äh, zu den Drohnen, wo immer wir aufkommen in unserer Mobilität. Zweitens beschäftigen wir uns ähm, mit dem Thema Dekarbonisierung, das heisst die Entwicklung von neuen äh, Antriebsformen, ganz spezifisch der Elektromobilität. Ganz konkret ähm, tun wir zum Beispiel Geschäftsstellen vom Verband Swiss Immobility e ähm, führen. Das ist der Verband von der Elektromobilität in der Schweiz und ähm, der beschäftigt sich damit, dass eben die Elektromobilität eine bessere äh, Sichtbarkeit und Hörbarkeit hat auf der politischen Ebene, dass man gute Rahmenbedingungen kann schaffen für die Elektromobilität in der Schweiz. Dann interessieren uns auch die Themen der Demotorisierung und der Privatisierung. Die Motorisierung, das heisst, dass wir einen Trend sehen dort dass immer wie mehr aktive Mobilität wichtig wird, vor allem in der Stadt. Das heisst, der Veloverkehr wird wichtiger, das sieht man in Zürich, aber auch in den anderen Großstädten in der Schweiz. Es gibt aber auch leider einen Gegentrend, da lässt die SUV dichte in der Schweiz grüssen. Also auch größere Motoren sehen wir immer wie mehr kommen. Und dann eben die Privatisierung. Was heißt das? Das ist eigentlich das Prinzip Nutzen statt Teilen. Meidet vorhin schon ähm, der Daniel Rohrer vom von Mobility gehört. Das heißt Sharing Economy, wo wir in dem Mobilitätssektor beobachten. Ähm, gerade der Bereich der Privatisierung ist für uns ganz wichtig, weil wir ein eigenes Sharing-Angebot entwickelt haben, nämlich carvelo to Go. Das ist ein sehr wichtiger Bereich bei uns, wie sie in der Einleitung schon äh, angetönt wurde. Wir versuchen, die Mobilitätslandschaft aktiv mitzugestalten und nicht nur zu analysieren. Da haben wir eben unser eigenes Sharing-Angebot ähm, entwickelt. Es ist eine Lasten-Velo-Sharing-Plattform. Das heißt, man kann die elektrischen Cargo-Bikes bei uns mieten. Die Frage ist, warum interessiert uns das so sehr? Also, elektrische Lastenvelocien sind eigentlich ideal zum Teilen. Sie sind sehr, sehr teuer für eine Privatperson. Gleichzeitig tut man sie auch nicht jeden Tag ähm, im Normalfall. Andererseits haben sie sehr hohe Transportkapazitäten und erhöht die Reichweite durch einen Elektromotor, den man eben heute äh, schon bei den Cargo Bikes kann verbauen kann. Ähm, dann kommt dazu, dass man sich viel kann bewegen kann, es ist ein sehr äh, tolles Fahrzeug, es macht wahnsinnig viel Spaß, damit zu fahren. Und auch die Aspekte machen eben das Cargo Bike zu einer wirklich guten Alternative zum Auto im Stadtverkehr. Darum haben wir im Jahr 2015 CarVelo2Go entwickelt, die Sharing-Plattform. Ähm, man kann sich online einloggen äh, auf einer Plattform oder über eine App sich registrieren, ein Zahlungsmittel hinterlegen und dann kann man sich eben ein Cargo Bike in seinem Quartier aussuchen, das man nutzen kann. Ähm, wir arbeiten mit sogenannten Hosts, das sind lokale Betriebe, die für uns die Cargo Bikes betreuen und wo man die Velos dann eben abholen. Kann. Das kann zum Beispiel ein Kaffee sein oder eine Poststelle. Oder auch ein Restaurant, das für uns die Cargo Bikes zu Die Hosts, die für uns den Schlüssel äh, verwaltet die Akkus wieder aufladen und sie die etwas auch selber nutzen. Und zwar können sie das gratis pro Monat für ihren eigenen Zweck. Hier sieht man jetzt zum Beispiel im Hintergrund einen Restaurantbesitzer aus Luzern. Er äh, nutzt das Velo nicht nur privat für den Transport von seinem Hung, sondern eben auch ähm, für zum Beispiel Catering einsätze des Restaurant in der Stadt. Genau. Ähm, Carvel to Go ist extrem erfolgreich worden in den letzten Jahren. Es hat sich von einer Stadt im Jahr 2015 auf über 75 Städte ausdehnt. Inzwischen haben wir über 320 Cargo Bikes in der ganzen Schweiz, in allen drei Sprachregionen. Wir haben sogar über 20.000 Nutzer erreichen in diesem Monat und haben da ganz speziell in der Corona-Zeit ein Bedürfnis beobachtet, dass man eben mit dem Velo unterwegs sein und trotzdem noch Sachen. Transportieren. So sind dann auch schon über 500.000 Kilometer gefahren worden mit den Cargo Bikes in den letzten Jahren. Aber was bewirken wir eigentlich mit dem? Was, was soll das Angebot erreichen? Ähm, wir haben verschiedene Nutzerumfragen durchgeführt in den letzten Jahren und es hat sich gezeigt, dass über 40 unserer Nutzerinnen und Nutzer mit den Cargo Bikes Fahrten ersetzen wo eigentlich, wo sie vorher mit dem Auto gemacht hätten, das heißt mit einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, das heißt Privatauto sein, aber auch ein Auto von einem Sharing-Anbieter wie zum Beispiel Mobility. Und die über 42 Prozent Model Shift, so nennt man das, die sind natürlich auch unser Werteversprechen gegenüber den Städten und der Gemeinden, wo wir zusammen mit ihnen schaffen. Das heißt, Carwell-to-Go äh, eignet sich nicht nur zum CO2-Emissionen einsparen es kann auch unsere Stadt ein bisschen cooler, ein bisschen lebenswerter machen. Und mit dem möchte ich eigentlich schließen. mich herzlich bedanken und äh, wünsche noch eine ganz schöne Abend. Machen ähm, auf mit zu, mit euch eine Frage. Vielen Dank für den Input. Es ist schon eine Frage bei mir und zwar heißt es da, was für Lösungen, du gesehenst gegen SUVs in der Stadt? Ja. Genau, also der Trend, der Antitrend zur Demotorisierung, ist einer, den wir beobachten, der ich auch überrascht hat, weil es sehr ja, konträr ist zu dem, was sonst so passiert im Langsamverkehr. Es ist eine schwierige Frage. Gerade in der Schweiz sind die Leute sehr zahlungskräftig, können sich das eben auch leisten, so eine SUV sich zu kaufen. Ich würde sagen, dass man das Angebot weiter ausbauen muss, dass es immer noch ähm, toller muss sein die Sharing-Angebote, die wir schon haben, zu nutzen. Nicht nur im Velobereich, auch im Autobereich. Dass es sich gar nicht mehr lohnt, selber Steuern für ein Auto zu zahlen, eine Versicherung zu haben, ähm, all diese Kosten zu tragen, wenn man so tolle Angebote hat, wie im Sharing-Bereich schon existieren. Eine zweite Frage, und zwar die Leute trauen sich in der Stadt ja oft nicht einmal mit dem normalen Velo zu fahren. Mit Cargo-Bike ist es noch schwieriger. Warum nutzen sie trotzdem so viel das Angebot? Ja, es ist tatsächlich so, man muss sich etwas daran gewöhnen als Cargo-Bike. Es ist etwas länger als ein normales Velo. Wenn man aber dann mal so die ersten fünf Minuten umkurft, merkt man, dass es sich eigentlich sehr ähnlich verhält wie ein normales Velo. Es ist auch an der breitesten Stelle nicht breiter als der Lenker. Von einem normalen Velo. Von dem Her da gewöhnt man sich recht gut dran. Aber es stimmt, dass man sich so etwas an das herantesten muss. Ich glaube, am allerbesten macht man das bei einem Ausflug ins Grüne mit den Kindern, wo man ein bisschen Platz hat. Und dann wird man sehr schnell zum Profi auch auf der Straße in der Stadt. Vielen Dank, Miriam Stawiki, für deinen Input. Wir dürfen wieder eins weitergehen und zwar kommen wir jetzt zu der Person, die dafür zuständig ist, dass möglichst viele SUVs auf der Straße Platz haben, dass die Straßen möglichst breit sind. Nein, <laughs> Nein äh, nicht nur, aber auch er muss äh, schauen, Er muss den öffentlichen Raum aufteilen auf die verschiedenen Nutzungsgruppen. Und zwar ist das der Stadtrat Richard Wolf von der alternativen Liste. Er ist der nächste an der Reihe und äh, genau was aktuell Brennpunkte sind im Tiefbau und Entsorgungsamt, natürlich mit Fokus auf Tiefbau, nicht auf Entsorgung, äh, hören wir jetzt gerade. Schön bist du da. Danke. Grüezi, meine Damen und Herren, sali miteinander. Ich hatte die Aufgabe, in etwa sieben Minuten möglichst kurz darzustellen, was eigentlich die Verkehrspolitik ist in der Stadt Zürich, meine Verkehrspolitik auch. Ich versuche das äh, zu machen, mit dem Schwerpunkt auf den öffentlichen Raum und nicht auf das SUVs natürlich. Man kann Ganz grober sagen, we kunnen vier Dimensionen anschauen im Bereich der Verkehrspolitik. Das ist is Klima. Also der Verkehr muss klimaverträglich ablaufen. Wir willen die Klimaverträglichkeit, den umweltverträglichen Verkehr fördern in der Stadt Zürich. Wir wollen die Menge stabilisieren, reduzieren, vor allem beim MIV. Da haben wir eine Volksinitiative, die vom Umverkehr äh, lanciert worden ist, zur Reduktion des Anteils vom Autoverkehr in der Stadt Zürich. Das hilft uns sehr und ist auch ein Leitstern für uns. Wir wollen das Tempo reduzieren, im Sinn, dass wir eben den Lärm reduzieren Wir wollen für die Lärmreduktion, die ein Bundesgesetz ist, wir schauen, dass möglichst wenig Lärm von den Autos herkommt. Und wir wollen den Platz so Organisieren, dass er möglichst effizient kann genutzt werden kann von allen Menschen in der Stadt Zürich. In einer verdichtenden, in einer wachsenden Stadt werden der Ansprüche immer grösser und wir müssen schauen, dass man möglichst effizient umgehen mit dem Raum. Darum nenne ich meinen Vortrag auch über die Umverteilung des öffentlichen Raums. Ich glaube, das ist wesentlich und das ist ja die wesentliche Aussage, die ich am Schluss will landen lande die Umverteilung des öffentlichen Raums. Wir haben gegenwärtig gerade ein krasses Beispiel, wie der Raum kann anders genutzt werden kann unter Corona-Bedingungen. Leere Strassen, leeren ÖV, fast niemand im, im, im öffentlichen Raum. Jetzt ist schon wieder ein bisschen anders, aber wir mögen uns noch gut erinnern an die paar Wochen, wo es wirklich drastisch so war. Wir haben auch viel, viel weniger Flugverkehr zum zum Beispiel, nicht nur Auto, ÖV, auch Flugverkehr. Der Himmel ist leer, kein Flugzeug am Himmel. Es ist ruhig, man konnte in der Flugschneise wandern, ohne groß gestört zu werden. Und es ist natürlich auch für das Klima eine sehr eine erholsame Zeit, sagen wir einmal, Wenn man hier zwei Bilder anschaut, das ist jetzt in Neu-Delhi. Man auch eine andere Stadt nehmen können, vielleicht nicht ganz so drastisch wie da. Während oder vor dem vor dem Corona-Krise, vor dem Lockdown. Und nachher hat dann das so ausgesehen, oder nochmal rasch hin und her. Schalten, wie das aussieht. Da sieht man den Triumphbogen fast nicht. Da ist der klar. Natürlich ist es nicht nur der Verkehr. Es ist auch die Industrie. Aber CO2-Reduktion, Luftverschmutzung reduzieren, das haben wir gesehen. Das ist möglich. Natürlich, wenn man das ohne die wirtschaftlichen Folgen hat. Aber es ist zumindest einmal ein, 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 etwas zum Aufzeigen, wie es auch anders könnte funktionieren. Wir sind bereits auf relativ gutem Weg. Also es gibt Grund zu Optimismus, sagen wir es mal so. Es gibt Indizien, wo die, die richtige richtig zeigen. Auf diesen Slides sieht man, dass vor allem wichtig ist, dass der Veloverkehr überproportional zugenommen hat. Er hat in den letzten Jahren von 4 auf 8 Prozent hat er sich verdoppelt. Das ist zwischen 2010 und 2015, wo die Zahlen herstammen. Und beim Split, also beim Anteil vom Autoverkehr am gesamten Verkehr, haben wir eine Reduktion von 30 Prozent in der Stadt Zürich. Von 30 Prozent auf jetzt unter 25 Prozent. Und wir streben 20 Prozent an. Das ist auch das Ziel der Städteinitiative: Reduktion des Anteils vom, Anteil vom Autoverkehrs in der Stadt von 30 Prozent auf 20 Prozent. Wichtig ist nicht nur der Verkehr jetzt einfach einseitig anzuschauen, sondern die ganze Struktur von der Stadt, wie ist die Stadt organisiert, wie lebt man in der Stadt und da ist eben auch wichtig, dass die Quartierzentren aufgewertet werden, dass die Lebensqualität in den Quartierzentren gut ist, dass man gerne im Quartier ist, dass man sich sicher fühlt im Quartier, dass man gerne umeinander läuft, da am Beispiel Bullingerplatz, Stadtverkehr, eben neu ein Boulevardcafé, ein Kaffee draussen, ein Brunnen, wo man kann brauchen kann, der in der Mitte des Platz ist, wo man hinlaufen anlaufen und nicht der Verkehr rundherum tosen, links, rechts, vorher, nachher. Das ist so ein Beispiel, in welche Richtung wir gehen wollen. und wir wollen auch, und das ist mir ein grosses Anliegen, der Fußverkehr aufwerten, weil jeder und jede ist irgendwann einmal am Tag oder meistens mehrmals am Tag Fußgängerin oder Fußgänger darum ist es ganz wichtig, den Fußweg aufzuwerten. Das ist auch eines der Ziel Ziele der kommunalen Richtplanung, wo wir im Moment neu am entwickeln sind in der Stadt Zürich. Das heißt wir die Fußweg attraktiv machen, Schattig, äh, ruhig, mit bankli mit Wasserspiel, so dass man eben auch gern zu Fuß unterwegs ist. Und ich glaube, das ist ein großes Ziel nicht nur, sondern das wird sich auch so entwickeln, dass die Leute in einer verdichteten Stadt auch mehr zu Fuß unterwegs sind, das überspringe ich jetzt einmal. da ist nämlich sehr unklar, was die Auswirkungen gewesen sind von der Corona-Krise auf den Veloverkehr. Sicher hat es Velo eine Bedeutung gewonnen in der Corona-Krise, aber die Zusammenhänge sind noch nicht ganz klar. Das muss man noch auswerten. Das Ziel ist da, aber auch ganz sicher, es soll Veloverkehr für Velofahren, soll für die ganze Bevölkerung, für alle Altersklassen attraktiv sicher sein. Und schnell sie Und darum sind wir auch unterwegs mit der, äh, mit der Velo-Initiative, mit der Schnellrouten-Initiative, die nicht von uns ausgekommen ist, aber die wir unterstützt von der Stadt aus. Das ist einmal so eine Skizze, wie das Netz eben sollte in der Stadt Zürich. Von überall, überall sonst an eine sichere, sicheren, schnellen äh, Veloweg, damit man eben noch, noch mehr und noch sicherer kann das Velo benutzen. Für das ist es auch ganz wichtig, dass wir das Velo aufwertet in die Infrastruktur, es bucht Straßen und Wege, wo das Velo vielleicht sogar einmal der wichtigste Verkehrsteilnehmer ist, aber äh, auch der äh, wichtigste Verkehrsteilnehmer ist und dass man das Velo einfach gut kann benutzen kann. Wir haben in der Gemeinde Recht viele Möglichkeiten, auf vielen Strassen das zu machen. Bei den Kantonstrassen ist es allerdings schwieriger. Da redet der Kanton mit, was wir machen wollen, was so also unsere Politik ist, unsere Strategie ist. Es darf durchaus auch auf Kosten vom, vom motorisierten Verkehr gehen. Das muss wahrscheinlich so sein, wenn man den, den Raum wollen, vernünftig aufteilen Es dürfen auch mal Parkplätze wegkommen, wie hier an der Dammstrasse. Oder es dürfen ganze Strassen aufgehoben werden zugunsten von Boulevardkarten. Von Grünraum, von Flaniermeilen, von sicheren Verkehrswegen, damit die Stadt so aussieht wie auf dem rechten Bild und nicht wie auf dem linken Bild. Danke vielmals und ich bin gespannt auf die Fragen. Vielen Dank, Richie Wolf, für deinen Input. Ich bin auch gespannt auf die Fragen. Sie sind nämlich noch nicht an. Ah, jetzt kommt gerade eine an. Und zwar ist ähm, die erste Frage: Warum macht Zürich während Corona-Zeiten nichts für die Veloinfrastruktur? Andere Städte haben es ja gemacht in der kürzester Zeit, zum Beispiel mit Pop-up-Velo-Weg. Und ähm, vorher ist auch ein Argument mit gefährlicher Stelle auf der kantonstraße Warum macht dort die Stadt nicht mehr Druck auf den Kanton? Das ist natürlich etwas, wo wir längerfristig machen wollen. Wir wollen nicht kurzfristig jetzt Massnahmen ergreifen, die wir dann wieder rückgängig machen müssen. Das wäre wahrscheinlich auch nicht im Sinn und Geist der Benutzerinnen. Das wäre ein Frust. Wir wollen lieber etwas in die Wege leiten, das nachher dann auch bleibt. Da und dort haben wir einzelne Sachen schon umgesetzt. Aber es ist natürlich schon so, wir können mehr machen, wir müssen mehr machen. Und ich glaube, dass anhand von dem Thema jetzt, wo wir haben, dass eben Velo sehr, sehr ein gutes Verkehrsmittel ist, ein sicheres Verkehrsmittel, auch von den Infektionen her, man hat immer genug Abstand, dass wir tatsächlich jetzt auch mehr fordern können und selbstbewusster und besser auftreten gegenüber dem Kanton. Eine zweite Frage, und, wie, und zwar, wie wird die effektive Umverteilung stattfinden, vor allem mit den vielen neuen Bedürfnissen, gerade mit Sharing-Fahrzeugen? Also die Umverteilung hat auf ein paar Bildern zeigt. Die Umverteilung vom öffentlichen Raum muss in diese Richtung gehen, dass Fußgängerinnen und Fußgänger und Velofahrer und der ÖV darf man nicht vergessen, der ÖV auch, das sind die drei Verkehrsträger, wo der Umweltverbund, sagt man dem in Deutschland auch häufiger so, der Umweltverbund muss man stärken und tatsächlich der motorisierte Individualverkehr, nicht das Gewerbe, das Gewerbe ist wieder etwas eigenes, da muss man auch schauen, dass es funktioniert, aber sonst der motorisierte Individualverkehr muss Einzelne Privilegien aufgeben, auf einen sicheren Parkplatz, auf ausreichend Spuren überall. Es braucht Kompromiss, es braucht Entgegenkommen von allen Seiten und das wird in den nächsten paar Jahren wahrscheinlich in Richtung Velo und Fußgänger gehen. Also fertig, SUVs? Ja, SUVs braucht mit der Stadt nicht. Die Straßen sind in der Regel in einem sehr guten Zustand. Man braucht keinen Vierradantrieb. <laughs> Vielen Dank, Richi Wolf, okay. für deinen Input. So, Hopp, falsche richtig wir kommen zu der nächsten Person und zwar ist das Sophie Ribo ich gehe davon aus sie wird auch eher Velos und Fußgänger FußgängerInnen statt die Autos in der Stadt weil die machen zweiteres macht Lärm und Sophie Ribo ist von der Lärmliga ich glaube sie es eher gerne ruhig in der Stadt aber was Ziel sind von der Lärmliga ähm, das erzählt sie am besten uns jetzt gerade selber Hallo zusammen, ich bin Sophie Ribo von der Lärmliga. Auf dem Bildschirm steht auch «Bonjour», will ursprünglich komme ich aus der Westschweiz. Ich bin nach Zürich gekommen für mein Studium und ich werde euch jetzt ähm, die Anliegen von der Lärmliga sowie auch unsere Vision von der Mobilität für die Zukunft vorstellen. Ähm, wir sind als Lärmliga ähm, der Ansicht, dass es in der Stadt zu laut ist. Ähm, Städte und Agglomerationen leben unter einer Lärmglocke und Verkehrslärm ist überall. Ähm, wieso ist das eigentlich ein Problem? Äh, für uns ist das ein Problem, weil eigentlich hätte der Staat die Straßen, die zu laut sind, äh, sanieren. Aber bei den Sanierungen hat es einen Mangel gehabt bei dem Vollzug und das Ergebnis heute ist, dass ähm, diese Straßen immer noch zu laut sind. Und das ist für uns problematisch, weil ähm, der Lärm gefördert Gesundheit. Übermäßiger Lärm und in der Schweiz sind sehr viele Menschen betroffen. Es gibt in der Schweiz über eine Million Menschen, die von übermässigem Lärm betroffen sind. Und ähm, wir wissen heute, dass ähm, der Verkehr wird immer weiter zunehmen und so wie auch der Lärm. Und wir haben uns in der Lärmliga, weil ähm, Fragen ähm, eigentlich, wer macht das Lärm? Weil Straße an sich macht keinen Lärm, sondern es sind die, die, die Personen, die, die die Straße benutzen, die Lärm machen, also unter anderem Autofahrer. Und wir haben einfach ähm, in Bezug auf das Verursacherprinzip gedacht, ähm, welche Stellung hat der Autofahrer heute in der Gesellschaft? Und wir sind der Ansicht, dass ähm, der Mensch fährt eigentlich zu oft, zu laut, zu schnell ähm, und zu schwer, und ähm, wir können uns da fragen ja eben wir haben das schon gehört ist ein SUV eigentlich in der Stadt notwendig oder wieso fährt man äh, in den Sport mit dem Auto das sind alle Fragen die wir uns stellen ähm, und wir sehen da auch einen Berührungspunkt mit dem Klimaschutz und jetzt komme wir eben zu äh, unserer neuen Vision von der Mobilität weil wir denken, dass ähm, mit der anderen Mobilität ähm, kann man sehr viel erreichen kann in Bezug auf Lärm und Klimaschutz. Ähm, in unserer neuen Vision von, von, von der Mobilität wir kämpfen wir für äh, Klangräume, also für ähm, Raum, wo der Mensch kann sich ruhig und angenehm ähm, aufhalten auf der Straße und auf den Plätzen. Und wir haben da einige Massnahmen aufgelistet oder Ideen, und äh, wir sind dann für weniger motorisierter Individualverkehr, ähm, leisige Fahrzeuge, leisige Pneus, Tempo 30, Flusterbeleg und mehr Langsamverkehr. Verkehr. Vielleicht kurz zu den einzelnen Massnahmen ähm, in Bezug auf Fahrzeuge, wenn man sich fragen: kann, Ist ein, macht ein SUV in der Stadt ähm, Sinn oder überhaupt ein SUV? Wieso ist das eigentlich erlaubt? Ähm, wir wissen auch in der Schweiz, dass Auspuffklappen und ähm, Elektrosoundverstärker zugelassen sind und wir sind der Eindruck, dass das eigentlich nicht ähm, zulässig soll sein soll. Ähm, und in Bezug auf Fahrzeuge könnte man ökologisch ähm, gesehen und auch lärmtechnisch gesehen viel, viel erreichen mit ähm, leichteren Fahrzeugen und vielleicht anderen Fahrzeugen als ein SUV in der Stadt. In Bezug auf die Pneus kann man auch sehr viel erreichen. Und mit den Pneus äh, hat man eigentlich ohne, das, das Erfolg ohne Einbuss auf ähm, Fahrtkomfort oder Sicherheit. Und dann, äh, wir wollen auch mehr Tempo 30. Das ist bis jetzt die effizienteste und billigste Massnahme. Äh, das ist sehr viel eingesetzt worden in der Westschweiz, in der Deutschschweiz leider nicht so viel. Fluster belegt bringt auch ähm, viel in Bezug auf ähm, Lärmminderung. Und wir wollen allgemein mehr Verkehr. Also wir wollen eigentlich, dass die Strasse zurück an den Menschen äh, gegeben werden ähm, dass der Mensch kann sich äh, zu Fuß bewegen kann oder mit dem Velo. Ähm, eben, das ist schon gesagt worden, ist jetzt in der Corona oder Post-Corona-Zeit haben viele Städte in Europa ähm, Velowege eingeführt. Obwohl es provisorisch ist, wir sind ähm, der also Meinung, dass es sehr gut ist und Genf hat das gemacht, leider nicht Zürich und das ist äh, eigentlich ähm, ein Anliegen, das wo, wo wir gut finden. Also wir denken, dass es sicher mehr Platz äh, braucht für die Velo- und Fussgänger. Ähm, wir eigentlich wissen, was deine Meinung ist, ähm, was dein Wunsch ist als Stadt Einw also Einwohner von der Stadt Zürich oder als Schweizer Einwohner, wie du dich fühlst und wir planen in Bezug auf alle Fragen, also alle Fragen und Massnahmen, die ich da erläutert habe, einen Workshop im Herbst ähm, zum Thema Mobilität und ähm, wir würden uns sehr freuen, wenn du da äh, wirst, ähm, deine Meinung sagen ähm deinen Wunsch ähm, mitteilen und mitmachen. Wir werden ähm, versuchen, alles, was ich erzählt habe, ähm, zu entwickeln und zu konkretisieren. Und wie du kannst uns unterstützen Wir sind ein Verein, der ähm, unabhängig von der Stadt und von der Wirtschaft ist. Wir sind 100% finanziert durch Spenden und Mitgliederbeiträge, und, ähm, um uns zu unterstützen kannst du gerne ähm, auf unsere Webseite gehen. Da stehen auch viele Informationen zu unserem Verein und was wir machen. Du kannst auch uns folgen auf Social Media. Ähm, du kannst auch gerne Mitglied werden oder spenden und äh, wir würden uns sehr freuen, wenn du Interesse zeigst für den Verein und für die Mobilität, einfach für ähm, das Leben allgemein in der Stadt. Und ähm, natürlich kannst du auch gerne im Vorstand mitwirken, mithelfen und genau, ich bin gespannt auf ähm, Fragen, die kommen ähm, und danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Danke vielmals Sophie für deinen Input. Ich habe schon zwei Fragen bekommen und zwar erstens, was ist deine Meinung zu Lärmblitzkästen? Ja, Lärmblitzkästen ähm, kommen jetzt äh, immer wieder. Es ist... Ähm, immer ein bisschen schwierig, weil es ist irgendwie wie bei der Geschwindigkeit, oder? Man weiß dann, wo das ist und man macht dann weniger Lärm. Aber ich finde das sicher gut und es ist sicher eine Massnahme, die könnte helfen, den Lärm zu reduzieren. Obwohl man sollte eigentlich eher so den Lärm an der Quelle, also das heisst eher mit Tempo 30 oder mit Flüsterbelägen reduzieren. Dann auch wenn die Leute fahren, ist es weniger laut, aber diese Kästen, die die, die bringen eigentlich den Menschen dazu, vielleicht das Verhalten ein bisschen anzupassen. Natürlich kann man dann nicht alles verhindern. Es ist wie bei der Geschwindigkeit. Eine zweite Frage und zwar: Was kann gegen laute, aufhüllende und getunte Autos in Innenstädte gemacht werden? Ja, ähm, das ist eine gute Frage. Also wir sind der Meinung, dass ähm, man sollte eigentlich solche Sachen wie Auspuffklappe und so äh, verbieten lassen. Es gibt äh, heute keinen Grund, dass es äh, noch zulässig ist. Ähm, es gibt eigentlich ähm, EU-Normen, die ähm, laute ähm, Fahrzeuge verbieten. Es gibt aber immer Tricks, die äh, können angewendet werden von der Fahrzeuge von dem Fahrzeug, damit es nicht eingehalten wird. und wir sind einfach äh, der Eindruck, dass es äh, ein Verbot eigentlich ähm, effizient, effizient wird sie. Genau. Vielen Dank. Sophie von der Lärmliga. Danke und Für noch die schönen Ausbildung. Abend. So. Jetzt gibt es wieder eine kurze Werbe-Zwischenschaltung, während ich da desinfizieren kann. Hopp, ich ich Macht das jetzt automatisch. Nein, okay, gut. Ähm, genau, Wenn du willst Zürich Member werden dann ist jetzt genau der Moment dafür. Ich hoffe, du hast vorher schon gespendet, weil du kannst nämlich zweimal deine Kreditkarteninformationen bei uns hinterlegen. Nein, aber wenn du heute äh, Member wirst auf mitmachen.züri.ch und gerade für ein Jahr abschließend, kannst du mit dem Code MOBIL alles gross geschrieben. Äh, dir zwei Monate sparen, respektive mir schenken dir zwei Monate an deine Zürich Membership. Das ist nicht einfach nur für eine gute Sache, natürlich auch, sofern du toll findest, was wir machen. Du hast aber auch einige Vorteile, wie zum Beispiel jede Abend um 5, ein Newsbriefing per Mail mit der wichtigsten Ereignissen von Zürich, Rabatt im Shop, Rabatt eigentlich oder gratis eintritt in an unseren Analog-Events, sobald wir die wieder organisieren dürfen organisieren. Genau, am besten machst du es gerade jetzt, weil wie so oft man vergisst die wichtigen Sachen im Leben. Eins weiter. Wir kommen zu der Alice Hollestein. Sie ist ähm, urbane Psychologin. Ich habe das vorher noch nie gehört. klingt aber spannend. Und was das ist und was sie macht, erklärt sie uns. Ich habe etwas gelesen, von wegen sie möchte städtareal und Gebäude menschenfreundlich entwickeln. Das klingt toll und ich bin sehr gespannt auf die weiteren Ausführungen. Ja, danke vielmals und hallo zusammen. Genau, ja, wie der Simon gerade schon gesagt hat, ich bin Stadtpsychologin und werde so als Psychologin auf das Thema Mobilität schauen. Ich ja, genau, da ist mein Begrüßungs-Slide. So, ich werde oft gefragt, ja, was macht genau eine Stadtpsychologin? Darum ähm, Lehrbuch, Lehrbuch-Definition, was das ist. Ähm, wir schauen, wie sich die Leute in der gebauten Umwelt verhalten. Wir versuchen, das Verhalten zu erklären. Wir versuchen auch mit Modell vorherzusagen, wie sie sich in Zukunft wahrscheinlich werden, verhalten werden oder wenn sich gewisse Sachen ändern. Und wenn es muss, sein, versuchen wir auch, das Verhalten zu helfen zu verändern. Wenn wir immer zuerst mal genau anschauen, wie sich Leute überhaupt verhalten, habe ich da auch ein paar Daten mitgenommen zur Mobilität. Simon hat eigentlich einen Teil bereits vorher gesagt. Ich werde darum relativ schnell da durchgehen. Weltweit haben wir uns im Jahr 2015, ich habe Jahr 2015 genommen, weil dort auch die letzte Mobilitätsumfrage in der Schweiz gemacht worden ist. Ähm, 2015 haben sich die Leute weltweit 7000 Kilometer bewegt. Das ist etwa wie wenn man von da nach Delhi gehen würde gehen. Ähm, man rechnet damit, dass das noch stark wird in den nächsten Jahren etwa um 50 Prozent bis 2030. Ich glaube, da in der Schweiz vergessen wir manchmal. Es gibt noch viele Leute. Beispielsweise in Afrika rechnen wir mit 250 Millionen Menschen, die noch keinen Zugang haben zu einer Verkehrsinfrastruktur. Und das bedeutet natürlich auch abgeschnitten sein von Gütern, von Jobs, von Wissen. Und ja, ich glaube, diesen Menschen kann man auch den Zugang nicht verwehren. Aber es wird ganz klar sein, die Mobilität wird zunehmen und damit auch all ihre negativen Folgen. Wenn wir zu uns Schweizer gehen, dann sehen wir, wir reisen noch ein Stück mehr, äh, mehr als dreimal so weit wie der durchschnittliche Weltbürger, nämlich äh, ein bisschen mehr als halbe um die Welt jedes Jahr. Davon die Hälfte in der Schweiz und wie wir vorher schon gehört haben, ich mehrheitlich auch mit dem Auto. Ein grosser Teil ist Freizeitverkehr, ähm, auch ich stand gerne auf einem Berg oben und was natürlich einfach so mein individuelles Vergnügen hat, ist, das hat einfach auch gesellschaftliche Kosten und da muss man wie einen Weg finden, wie können wir mit diesen externalen Kosten um. Das ist ähm, ganz offensichtlich. Wie wir vorher gehört haben, Lärm, das ist ja Luftverschmutzung. Das sind aber auch indirekte Sachen, wie zum Beispiel, dass unsere Städte weniger sicher sind für Kinder, dass sie weniger ihren Aktionsradius ausdehnen und Das beeinträchtigt auch wieder die Entwicklung, führt auch wieder auch zu volkswirtschaftlichen Kosten. Also ich glaube, es macht wirklich Sinn, dass wir da einen Schritt weiter gehen. Wenn man so ein bisschen schaut, ja, welche Faktoren Führt dazu, dass sich jemand viel bewegt, dann ist das Einkommen eigentlich der wichtigste Faktor. Wir sehen da recht schön auf dieser Grafik, dass je reicher die Leute sind, und das zeigt sich auch in anderen Ländern, desto mehr und weiter bewegen sie sich. Ja, was können wir machen? Ähm, wenn wir jetzt sagen, gut, wir haben hier das Mobilitätsverhalten und gewisse Verhalten sind vielleicht erwünschter wünschter als andere. Wir haben vorhin gehört, ja, SUV fahren, das wird man vielleicht eher mindern. Ähm, Velofahren, fahren oder laufen oder auch joggen in der Stadt in London hat man mittlerweile sechs Millionen Arbeitswege pro Jahr Arbeitsweg pro Jahr, wo joggen gemacht werden. Ich glaube auch das ist ein interessantes Fortbewegungsmittel in der Stadt in Zukunft. Ähm, dann gibt es so ein Framework, das ich mitgenommen habe, wie man Verhalten verändern. Kann. Das ist das East Framework. Das heißt, das neue Verhalten. Man kann natürlich immer das Gegenteil auch verwenden, um es Verhalten weniger attraktiv zu machen. Das ist das Erste: ist, Es sollte einfach sein, easy. Das heißt, zum Beispiel Mitfahrgelegenheit ist immer ein kompliziert. Man muss erst jemanden finden, dann zeigt er einem wieder ab und so. Das ist einfach nicht easy. Das geht nicht so gut, da ist Mobility zum Beispiel einfacher. Das andere ist: Es sollte attraktiv sein, preislich zum Beispiel. Dort, äh, ähm, oder auch, dass ich Feedback bekomme, wie viel CO2 habe ich eingespart, das Jahr, im Vergleich zum letzten Jahr oder im Vergleich zu anderen Leuten. Social, das bedeutet, wir sind, richten uns sehr stark so an soziale Normen. Das heisst, was machen andere, was machen meine Freunde, was machen die Leute, wo ich mich gerne mit vergleiche. Und das kann man auch nutzen, dass man dann entsprechend diese Leute mobilisiert und die auch wieder andere Leute damit ansteckt. Der vierte Punkt, das ist timely, das heißt zeitnah ähm, Verhaltensänderungen klingen immer besonders gut, wenn man eh schon aus der Gewohnheit draußen ist, wie das zum Beispiel jetzt gerade der Fall ist in der Corona-Krise, oder auch wenn Belohnungen und Kosten sehr zeitnah eintreten. Also darum ist zum Beispiel einfacher einmal einen großen Betrag ausgehen und dann das gehen haben und dann immer fahren, als wenn ich jedes Mal zahlen muss, dann habe ich das Gefühl, ich gebe mehr Geld aus, obwohl ich das nicht tatsächlich mache. Also gerade wenn man so ein bisschen mit Flatrates schafft, dann führt das in der Regel eher zu mehr von dem Verhalten als weniger. Und das müssen wir dann auch je nachdem, was man will erreichen, entsprechend einsetzen. Ich habe mir so fünf Ansatzpunkte überlegt für die zukünftige Mobilität. Ich glaube, das Erste ist wirklich, dass man Visionen und Ziele entwickelt, gerne mit der Bevölkerung zusammen. Vancouver hat das super gemacht, finde ich. Die haben so ein City Dashboard, wo sie ihre Ziele auch quantitativ formulieren, wie viel Bäume sie pflanzen wie viele Velokilometer sie wollen zurücklegen und, und und und. Die Bevölkerung kann jederzeit auf die Webseite gehen und sieht, dort, wo sie stehen im Vergleich zu dem Zielen. Dann denke ich, auch Mobilität muss nicht unbedingt notwendig sein. Wenn wir jetzt gerade alle erfahren, im Homeoffice, ist eigentlich schön, wenn man nicht so viel muss pendeln muss. Ähm, auch wenn wir unsere Hobbys, unsere Aktivitäten können in der Stadt machen können, dann ist das auch super, wie wir Downhill am Uetliberg und so. Das hilft alles auch, dass wir nicht unbedingt so viel in die Berge fahren müssen. Dann den Langsamverkehr fördern, ähm, das heisst, genügend Platz. Da finde ich eben, in Zürich könnte man da ruhig noch, ähm, mutiger gehen und von mir aus auch sehr gern schneller gehen. Nicht einfach so kleine Velowegli. ab und zu ist mal ein Velo am Boden, dann verschwindet es oder dann steht das Auto halb auf dem Veloweg, sondern wirklich grosszügig. Ähm, auch die Velo, die Velo so den Velos oder den Langsamverkehr priorisieren. Vielleicht auch Ampeln, wo Velos sechs Sekunden früher, zum Beispiel gehen. Lassen. Ich finde es auch wichtig, dass direkte Wege sind. Ähm, Fußgänger und Velos sind eigentlich nur empfindlicher auf Umweg. Wenn wir haben das vorher diskutiert, zum Beispiel an der Langstrasse, wo der Veloweg so ein bisschen hinten ist, man ist entweder zu viel, zum noch die zu gehen, oder man weiß gar nicht, dass er die Kinder ist. Ähm, ja, spannende Beispiele finde ich da zum Beispiel Kopenhagen oder auch Barcelona. Die haben so Superblocks gemacht, wo sie in diesen Blocks nur langsam Verkehr haben und eigentlich der Verkehr ist kanalisiert auf gewisse Strassen und dadurch haben sie wieder auch sehr viel öffentlichen Raum können gewinnen Der vierte Punkt ist, ich glaube, wir brauchen neue, effizientere Mobilitätssysteme. Dazu gehören autonome Fahrzeuge. Ich mein Ideal wäre so eine autonome Taxiflotte von, ich glaube, Uber ist zum Beispiel dran, wo man eigentlich dann in Ergänzung zum ÖV kann nutzen kann. Und auch entsprechend ein Abo hat, vielleicht für alles. Mit ähm, autonomen Fahrzeugen muss man sich klar bewusst sein, wenn man so Modelle Modell dass das wahrscheinlich die Mobilität noch einmal erhöht wird. Erhöhen. Ähm, es hat aber auch andere Faktoren, zum Beispiel auch auf Zersiedlung, dass die Leute wieder eher eh auch. Ähm, außerhalb von der Stadt werden leben, aber zum Beispiel dass dann vielleicht auch die Wohnungen in Zürich wieder ein günstiger werden. So da muss man immer ein abwägen und ich glaube, wenn die kommen, die Wissenschaftler sagen so 20-40 werden die ungefähr da sind, die anderen sagen das also schon 20-30, dann muss man das sehr gut regulieren, wie man das macht. Gut ist sicher, wenn die geshared werden, das haben wir auch vorher schon gehört, dann braucht es weniger Platz. Wenn es jetzt einfach nur jeder hat immer noch sein Auto und es ist noch selbstfahrend, ich glaube, dann kommt es nicht unbedingt sehr gut für unsere Städte. Ja, und der fünfte Punkt sind Gesetze und Kosten. Wir haben vorher gehört, beispielsweise SUVs, braucht es das überhaupt in der Stadt? Ich glaube, da können wir ruhig auch, der Bund hat es jetzt gemacht, dass Emissionsvorschriften machen oder auch steuern wie Road Pricing. Danke. Punktlandung, gerade als Ersatz können fertig machen Bei mir sind schon zwei Fragen eingetroffen. Und zwar Frage Nummer 1. Welche Verhaltensänderungen hätte man während Corona mit Pilotprojekten anstoßen sollen? Ich habe es schon angefunden, dass Zürich das nicht genug hat, um so zu testen. Ich bin ein großer Fan von so Urban Labs, wo man einfach mal eine Fahrbahn sperrt und schaut, was passiert. Und dann auch misst. Ähm, ja, ich glaube, von mir aus hätte man schon ein paar Fahrbahnen können, den Velos zu, ähm, zuordnen können, wie das auch Wien oder Berlin gemacht hat. Eine zweite Frage, und zwar, was haltest du von der Lee bezüglich Fußverkehr und Velofreundlichkeit? Ähm, ich muss sagen, ich fahre sie nicht so viel mit dem Velo, also ich fahre dort, was ist das, die das finde ich eigentlich okay. Ja, eben, es sind, in Zürich sind es halt immer die schmalen, ich weiß nicht, was das sind, 80 cm oder 90 cm. Ähm, für Fußgänger glaube ich, ist es noch attraktiv, dass auf Augenhöhe viel passiert. Die anderen Leute sagen, das hätte ein bisschen mehr Schatten und Überdachung gebraucht, Witterungsschutz. Das ist sicher nicht so fest vorhanden. Vielen Dank, sehr interessant. Ich, ich Danke, glaube, jetzt nein. haben wir allen einen Einblick, drei, was urbane Psychologie ist. Danke. Vielen Dank, Alice Holstein. Jetzt äh, wagen wir ein also weiteres Internet-Experiment. Und zwar schalten wir auf Berlin. Ich wechsle jetzt auf Hochdeutsch. Hochdeutsch. Ähm, ist jetzt das noch A? Genau. Und zwar: Seine Kunstaktion <laughs> ging viral. Simon Weckert lief mit hunderten Smartphones im Anhänger durch Berlin. Und weil alle diese Smartphones Google Maps aktiviert hatten, löste dies einen virtuellen Stau aus. Daraufhin waren die Straßen leer. Stimmt das tatsächlich? Und was will uns der Aktionskünstler damit sagen? Wir haben Simon Weckert live zugeschaltet über Zoom. Ich sehe ihn. Ich weiß nicht, ob ihr ihn auch schon seht, aber ich denke, das sollte. Jetzt der Fall sein. Schön, dass du da bist virtuell und uns jetzt äh, von deinem, von deiner Kunstaktion und deiner Sicht auf die Mobilität erzählst. Ja, hi. Hallo, hallo, erstmal. Ich hoffe, ihr könnt mich alle hören. Ähm, genau, mein, wie schon gesagt, mein Name ist Simon Beckert, ich bin äh, Künstler, lebe in Berlin und ähm, habe da auch Kunst studiert. Und ähm, ich bezeichne mich selber als ähm, New Media Artist. Ich ähm, arbeite hauptsächlich mit äh, Algorithmen, Technologie und ähm, ja, mit elektronischen ähm, Geräten. Und für mich ist eigentlich einer der Kernsätze, ähm, den, den ich halt ganz oft folge in meiner Kunst, der ist von Marshall McLuhan und der heißt ähm, At first we shape our tools and then they shape us. Und mich interessiert halt ganz stark, wie halt Technologie unsere Gesellschaft, unser alltägliches Leben <laughs> verändert und prägt sei es die Sprache, sei es die Kommunikation ähm, über das Internet, aber natürlich eben auch, wie zum Beispiel verwenden wir digitale Tools, so, um uns im urbanen Raum zu bewegen. Und, äh, ja, Anfang des Jahres, da habe ich eine Aktion gemacht, die nennt sich Google Maps Hacks. Und dabei habe ich ähm, im Endeffekt 99 Smartphones genommen, habe die in einen kleinen Handwagen getan und bin damit durch die Stadt gelaufen und habe einfach mal geguckt, was denn dann an der Stelle passiert auf Google Maps. Und interessanterweise hat sich herausgestellt, dass halt ähm, auf Google Maps, ähm, wenn ich halt durch die Straßen gelaufen bin, ähm, die Straßen sich langsam rot gefärbt haben und ich demzufolge halt einen virtuellen Stau erzeugt habe ähm, in diesem Kartendienst, was dann zur Folge hatte, dass ähm, dann zum Beispiel Leute oder ja, Autos, Taxis, Uberfahrer, wie auch immer, ähm, die halt ähm, Google Maps als Navigationssystem verwendet hatten, um mich herumgeleitet worden. Und das habe ich tatsächlich auch gemerkt. Also, ich bin halt zum Beispiel auf einer Brücke ähm, eine Stunde lang hin und her gelaufen. Manchmal schneller, manchmal langsamer. Ich habe zum Beispiel auch versucht, so ein bisschen den Stop-and-Go-Stau ähm, zu simulieren bei Google Maps. Im Endeffekt versucht, den Algorithmus auszutricksen. Und habe dann halt wirklich mit der Zeit gemerkt, okay, hier ähm, durch, dieses, durch diese virtuelle Karte, durch diesen, durch diesen Trick kann ich tatsächlich einen physischen Impact in der reellen Welt erzeugen und demzufolge mir in einer gewissen Weise die, die Straße freiräumen wenn auch nur für einen kurzen Zeit. Und ähm, das hat mich ja tatsächlich dann irgendwie ähm, total, also das fand ich halt immer krass, dass halt irgendwie solche Tools, die wir halt wirklich jeden Tag verwenden, so einen extremen Impact haben auf, auf den urbanen Raum, zum Beispiel eben auch an, in unserem Stadtleben. Und ähm, dazu sind halt irgendwie auch viele Gedanken gekommen, natürlich. Also, ne? also wenn wir halt heute von Karten sprechen, von. Ähm, ja, denke ich mal allgemein, wenn wir halt irgendwie Karten uns in, in den Sinn holen, dann denken, glaube ich, eigentlich 80 Prozent der Leute an äh, virtuelle Kartendienste wie Google Maps. Und ähm, das Ding ist halt, dass halt eben diese, diese Tools extrem, extrem powerful sind. Also, das heißt, gerade in Berlin gibt es halt einfach immer eine wieder größere Anzahl an Startup-Unternehmen, die ähm, aufsteigen. Und ähm, ganz viele von denen verwenden zum Beispiel solche Karten, verwenden die Daten von Google, aber wissen eigentlich gar nicht so richtig, wo die Daten herkommen. Es gibt sozusagen keine Transparenz so wirklich, wo, ähm, wo diese Daten generiert werden, ähm, wie sie auch gefiltert werden natürlich. Und da ist halt für mich so, dass es da ein, ein extremes Machtgefälle gibt zwischen ähm, den Diensten, die diese ähm, Daten generieren und wir als zum Beispiel Business Owner oder halt natürlich auch als Konsumenten, die wir das einfach irgendwie so verwenden. Und ähm, ja, prinzipiell denke ich halt, dass halt, wenn wir halt solche Tools verwenden, dass gerade zum Beispiel im urbanen Raum halt auch stellenweise ganz viele Sachen verloren gehen. Also zum Beispiel, eine Sache ist halt einfach, wie bewegen wir uns halt in der Stadt so. Eigentlich ne? also wenn ich halt dieses, diese, diese Kartendienst ein, ähm verwende und zum Beispiel jetzt sage, okay, ich möchte jetzt von Punkt A nach Punkt B, zeigt es mir im Endeffekt halt zum Beispiel die schnellste Route an und ich nehme halt wahrscheinlich danach, in demzufolge folge ich halt diesen Migrationstool und fahre halt einfach dahin. Was ich aber halt glaube, ist halt, dass dadurch halt eben auch ganz viel verloren geht, was eine gewisse Zufälligkeit halt zum Beispiel angeht, dass ich halt dadurch zum Beispiel wenn ich halt zu strikt diesen Tools äh, verfolge, dann zum Beispiel einfach nicht mehr Gebiete oder oder ähm, neue Stadtteile zum Beispiel an der Stelle entdecke, weil ich halt irgendwie nur noch wirklich strikt dieser, dieser App halt folge. Des zweite finde ich zum Beispiel auch, was halt gerade in Städten ähm, besonders äh, wichtig ist, ist halt zum Beispiel auch, das ein gewisses ähm, Demokratisches Tool, in dem Fall, dass, die Protestkultur, ähm, oder, das, die Protest, ähm, das Protestwerkzeug an der Stelle auch so ein bisschen verloren geht. Weil, ähm, Sinn und Zweck ist es ja beim Protestieren, wenn man für eine Sache eintritt, dass man in einer gewissen Weise den alltäglichen städtischen Raum zum Beispiel halt wie so unterbrechen will. Man will sozusagen die Leute von Kopfstoß, man will sie, man will auf, auf was aufmerksam machen. Und, ähm, wenn mir aber dann zum Beispiel auch so ein Kartendienst angezeigt wird, wenn man auf jeden Fall ein Fahrer, äh, mit, 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 mit einem Auto unterwegs oder mit, ähm, ähm, Im Endeffekt halt ähm, mit, äh, ja, mit, mit zum Beispiel Taxi oder was auch immer. Ähm, und mir diese App halt anzeigt, okay, da vorne ist gesperrt oder beziehungsweise da ist halt irgendwas, ähm, ähm, zum Beispiel ja, großer, großer Stau und wird außen rumgeleitet, bekomme ich im Endeffekt gar nicht mehr wirklich mit, was da eigentlich passiert. Und demzufolge, finde ich, geht dann halt zum Beispiel auch sowas, so ein, so ein, so ein Werkzeug in einer gewissen Weise fehlt dem Wissen die Durchschlagskraft. Und demzufolge können halt Leute dann, mit diesem Werkzeug halt nicht mehr so wirklich arbeiten oder nicht mehr so, ähm, so die, ihren, ihren, ihren Nachdruck verleihen, als wie es sozusagen vielleicht vorher gewesen wäre. Des Weiteren ist natürlich auch so, dass halt diese Apps in einer gewissen Weise auch, ähm, es gibt da auch einen gewissen Clinch, so eine Art Reibung zwischen alter Infrastruktur und neuer Technologie. Das bedeutet, es gibt ähm, auch wissenschaftliche Papiere, die das ähm, mal ausprobiert haben. Es also, ist tatsächlich effizienter, stellenweise einfach. Ähm, Angenommen hat eine Autobahn oder eine Schnellstraße in der Stadt, es ist effizienter, da zum Beispiel eine halbe Stunde im Stau zu warten, als außenrum geleitet zu werden, durch Gebiete, durch Straßen, die halt viel kleiner sind und im Endeffekt gar nicht gemacht sind für so eine große Anzahl an Autos. Und demzufolge ist eigentlich ironischerweise passiert, dass dann halt dadurch mehr Stau generiert wird, als wenn man an der Stelle sagt, okay, bitte warte eine halbe Stunde hier oder beziehungsweise einfach zu warten, um halt, damit sich halt dieser Stau auflöst diese Apps oder diese, diese neue Technologien an der Stelle hatten noch nicht so wirklich dafür gemacht, beziehungsweise solche Features sind da halt nicht implementiert ähm, und ist natürlich auch die Frage, ob das überhaupt kommen wird. Ähm, und dann gibt es halt noch einen, ähm, ja, gewissen ähm, ironischen, also natürlich war es halt bei mir auch so, dass es halt eine gewisse Ironie halt auch gab, dass ähm, indem ich halt zum Beispiel halt Stau generiert habe, virtuellen, habe ich dadurch natürlich auch in gewisser Weise ähm, woanders halt Stau erzeugt, weil halt eben Autos ähm, um mich herumgeleitet wurden und gerade halt zum Beispiel auf Brücken, die halt Nadelöre sind, wie in der Stadt in Berlin, halt ähm, extrem, ähm, sage ich es mal, kritisch sind, was den ähm, ähm, Stadtverkehr angeht. Ähm, genau, ansonsten könnten wir, glaube ich, mal kurz das Video anspielen, wenn wir, wenn, 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 wenn ihr das ähm ja. Könnt ihr vielleicht kurz das Video anspielen? Dann da, kann ich dazu nochmal, da können die Leute noch sehen, um was es genau ging. Ja. Yes. was auf jeden Fall für mich auch noch ein wichtiger Punkt ist, und gerade auch in dem Vortrag vorher das erwähnt, also zum Beispiel halt eben autonome Autos beziehungsweise halt ähm, auch ähm, ja online kartendienste ist wahrscheinlich für mich auch eine Frage der Zeit, bevor die halt ähm, auch personalisierte, okay, vorbei, alles klar. Jetzt höre ich dich und mich auch doppelt. Ähm, auf jeden Fall habe ich zwei Fragen für dich bekommen. Und zwar erstens: Wie hat Google auf deine Aktion reagiert? Also eine Reaktion so gab es keine direkte von ihnen. Also ich habe es keine keine persönliche Nachricht bekommen. Das einzige, es gab halt ein Statement im Guardian und da meinten die, dass die halt im Endeffekt alles versuchen zu tracken, ob es ähm, Passanten sind, ob es Autos sind, ob es Leute auf Fahrrädern sind und äh, die in einer gewissen Weise halt ähm, ähm, ja, froh darüber sind, dass jemand ähm, den auf, auf, so eine, auf so einen Fehler an der aufmerksam gemacht hat. Vielen Dank. Die zweite Frage ist, welche weiteren Aktionen planst du? Na, ja, prinzipiell gibt es da noch eine Erweiterung, da arbeite ich gerade noch dran. Also, das war jetzt halt ein Weg, der halt sehr physisch ist, aber prinzipiell kann man sowas natürlich auch super gut halt digital vom Computer von zu Hause aus zum Beispiel generieren und ähm, da gibt es auf jeden Fall gerade so Ideen, ob das tatsächlich, also Tests, die ich mache, ob das tatsächlich möglich ist. Vielen Dank, schön, dass du live dabei warst und liebe Grüße nach Berlin. So. Ich nehme an, man hört mich wieder. Es sind beide Mikrofons bei mir in der Nähe. Wir sind schon fast am Ende, respektive das war die letzte Perspektive auf die Mobilität. Es hat, glaube ich, alles einigermaßen funktioniert. Ich hoffe, man hat immer alles gesehen und gehört. Es ist ein spezielles Event, auch für mich. Ich habe mich daran gewöhnen, mit der Kamera ein bisschen anfreunden. Inzwischen glaube ich, aber das kann man durchaus wieder einmal so machen. Ich würde gerne euch noch zeigen, was wir sonst noch so im Angebot haben bei dem Mobilitätsfokus. Und zwar sind das zwei Podiumsdiskussionen. Einerseits ähm, Mobilität in Zürich sicher und nachhaltig. Plus haben wir noch eine Diskussion zusammen mit dem Tiefbauamt der Stadt Zürich organisiert um den Kampf um den öffentlichen Raum. Es wird also spannend oder es bleibt spannend. Ihr findet das ganze Programm auf unterwegs.zürich.ch. Ihr könnt euch dort einen Reminder bestellen per SMS oder per E-Mail. Dann dürfen wir dich rechtzeitig erinnern. Ihr könnt es aber auch ganz oldschool einfach in eure Papieragenda einschreiben, falls noch jemand so eine hat. Es war sehr interessant. Gewesen. Vielen Dank fürs äh, Schwätzen an die Experten und Expertinnen heute Abend. Vielen Dank allen fürs Zuschauen natürlich. Danke auch fürs ganze Technik-Team. Wenn ihr wissen wollt, wie es aussieht, so ein hinter den Kulissen oder von hinten an, von, also von hinter der Kamera, geht bei uns auf Insta. Dort hat zwei, drei Viertel. Ähm, ich schaue dann nämlich auf so einen Kabelsalat und äh, zwei wunderschöne Menschen namens Nico und Elio. Danke vielmals allen fürs Organisieren, das ganze Zürich-Team, fürs Moderieren und so weiter und so fort. Natürlich auch unseren Sponsorinnen Mobility und dem Tiefbauamt der Stadt Zürich. Das war es von meiner Seite. Ich hoffe, wir sehen uns virtuell bei der nächsten Event und dann vielleicht irgendwann das Jahr dann auch wieder analog es ist äh, nämlich so normalerweise würden wir nach dem Auftakt Event zusammen im Kos Mo Kosmos noch ein paar äh, Gläser Weisswein trinken heute machen wir das allein du die und mir da einen schönen abend miteinander